Senaktenäger, Senaktenäger, mit Hosenträger, sangen ein Lied, sangen ein Lied. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Das Magazin. Unser Ziel ist es, über Rechtsextremismus aufzuklären und uns mit deren Ursachen und Folgen zu beschäftigen. Im weiteren Verlauf unserer Sendung befassen wir uns mit der Möglichkeit der Bekämpfung dieser seltenen Form von, bezeichnen wir es einfach halt halber als ausgemachte Dummheit. Der Rechtsextremist lehnt die Freiheit und Gleichheit aller Menschen grundsätzlich ab. Er zeichnet sich besonders durch die Verharmlosung bzw. Rechtfertigung des Nationalsozialismus durch antisemitische und fremdenfeindliche Einstellungen aus. Doch woran erkennen wir ihn, den Rechtsextremen? Dazu haben wir einige Passanten auf der Straße befragt. Glatze, falle ich nicht drunter. Das übliche, Springerstiefel, diesen ganzen Thorsteiner-Quatsch. Die pöbeln schon auf der Straße, das ist wie ein Handpöbeln. Schon so, sie machen, dass sie so denken, na gut, mit der kann ich es ja mal machen. Wir können uns damit nicht so gut aus. Nee. Kommt denn sowas? So, die sehen ganz typisch aus, aber die wirklichen Hintermänner erkennt man nie. So ist es ja, ne? Die wirklich so richtig... Die Drahtzieher sind solche. Aber was bringt Menschen dazu, rechtsextrem zu denken? Dazu haben wir jetzt einen Experten im Gespräch. Wir begrüßen Herrn Dr. Müller. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Können Sie uns aus wissenschaftlicher Sicht Näheres über die Ursachen von Rechtsextremismus nennen? Ja. Es gibt sehr viele verschiedene Ursachen, die einander oft bedingen. Individuell genommen sind diese Jugendlichen schwach. In der Gruppe jedoch fühlen sie sich stark und genau da setzen rechtsextreme Gruppen an. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, die Welt zu verstehen und möchte sein Bild von der Zukunft mit anderen teilen. Die rechtsextreme Ideologie steht bereit und bietet leicht verständliche Zukunftsszenarien. In Deutschland, Kameraden, müssen die Deutschen, haben die Ausländer nicht, haben wir die Verantwortung, die politische Kraft. Bei manchen Rechtsextremen liegt auch ein psychologisches Problem vor. Aber auch Protesthaltung gegenüber der Erwachsenenwelt kann ein weiterer, allerdings eher seltener Grund sein. Gucci, 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 Gucci. Gucci, 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 Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Das ist sehr interessant, Herr Dr. Müller. Da stellt sich aber gleich die Frage nach den Auswirkungen dieser Ideologie auf die jungen Menschen. Also Rechtsextreme setzen sich einer extremen physischen und psychischen Dauerbelastung aus. Stundenlanges Marschieren, auch unter extremen Wetterbedingungen, führt zu körperlichen und geistigen Schädigungen. Neben plötzlichen Zusammenbrüchen ist auch sinnentleertes vor sich hinstarren immer öfter zu beobachten. Rechtsextreme vollbringen bereits höchste Konzentrationsleistungen beim Lesen einschlägiger Standardwerke. Dabei kann es zu plötzlicher Übelkeit bis hin zu krampfartigen Erbrechen kommen. Das alltägliche Pensum eines Rechtsextremen zwingt ihn dazu, sein Berufs- und vor allem Privatleben in der Regel diesem unterzuordnen. Die Auswirkungen führen zu massiven Spannungen in der Partnerschaft.
Die Risikobelastung eines Rechtsextremen ist also besonders hoch einzustufen. Fast alle tragen gesundheitliche Folgeschäden davon, die sowohl auf Überlastung des Bewegungsapparates wie beispielsweise Schädigung der Rückenwirbel, Knieprobleme, Schwächeanfälle hinauslaufen, aber auch psychische Überforderung. Mit den Folgen Burnout, Aggressivität, Drogentendenz sind keine Seltenheit. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Nach dieser aufschlussreichen Expertenmeinung wollen wir uns nun den Sachverhalt in der Praxis einmal ansehen. Wir stehen hier auf dem Alten Markt und wollen ein Interview mit einem NPD-Wähler haben. Entschuldigung, kann ich ein kurzes Interview haben mit Ihnen? Kamera aus hier. Warum machen Sie Werbung für die NPD? Steht alles auf dem Zettel drauf. Und was haben Sie für eine Meinung? Also, was steht denn hier drauf? Was sind denn die wichtigsten Punkte, warum Ausländer raus müssen? Ausländer nach Deutschland. Ausländer nach Deutschland. Danke für das Interview. Vielen Dank auch an dich, Silvia, für diesen äußerst aufschlussreichen Beitrag. Nun stellt sich die Frage, wie kann man sich gegen Rechtsextremismus schützen? Was kann man dagegen tun? Noch einmal sind wir auf die Straße gegangen, um Passanten nach ihrer Meinung zu fragen. Ob da noch eine Therapie hilft? Einfach Aufklärung, alle Kinder, Jugendlichen aufklären darüber, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Also wenn die Leute was tun, was nicht rechtens ist, sollte man auf alle Fälle einschreiten oder anderen Leuten Bescheid sagen, was da passiert. Ja. Wem? Polizei. Ich denke in die Öffentlichkeit, auf jeden Fall. Weil Ignoranz ist was ganz, ganz Schlimmes, egal um was es geht. Auch wir in der Redaktion haben uns Gedanken gemacht, was man gegen Rechtsextremismus unternehmen kann. Verbannung in ein Kloster? Weintraubenstampfen in Italien? Oder einfach zur Schule gehen? Oder einmal einem anderen eine Freude bereiten? Der einfachste Tipp aber, achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Bleiben Sie im Gespräch, damit sich in Ihrem Umfeld niemand sein Hirn mit menschenverachtenden, rassistischen, fremdenfeindlichen Gedankenmüll vollkleistert. Auf Wiedersehen zu unserer Sendung mit einem hoffentlich erfreulicheren Thema. Mit Hosenträger sangen ein Lied, sangen ein Lied. Ah!